Schmied von ganz Himmelsrand. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls Teil 5. Wir stehen hier am Marktplatz von Weißlauf. Ich habe dort eben gerade einige Sachen verkauft. Ich habe auch ein paar Sachen in mein Zuhause nach Briesenheim gelagert. Und ich würde sagen, wir sind wieder bereit. Bereit zurückzugehen, denn wir waren ja schon mal fast dort. Dann sind wir wieder umgekehrt, weil wir festgestellt haben, da haben wir gar keinen Platz mehr im Inventar. Aber jetzt geht's los. So, bevor ich mich jetzt schlafen lege, denn das würde ich eigentlich ganz gerne tun, nur wenn wir da wieder hingelaufen sind, nehme ich hier hin. Dann müssen wir wahrscheinlich sowieso wieder schlafen oder rumstehen, weil es mit Sicherheit schon wieder Nacht geworden ist. So, wir wollen nämlich hier zur Tiefensturzhöhle. Ihr habt diesen Ort noch nicht entdeckt. Tja, so leicht geht es dann doch nicht. Aber was wir entdeckt haben, ist die Festung Rakstadt. Da können wir hinreisen. Das machen wir jetzt auch. Und ich bin mal gespannt, ob es dunkel ist oder ob es tags ist. Gleich wissen wir mehr. So, und ich sehe es schon. Der Himmel sieht ziemlich geil aus. Da hinten der Mond. Boah, Leute, der sieht stark aus, ey. Super geil. Nichtsdestotrotz ist es leider dunkel und ich möchte lieber im Hellen spielen. Ich setze mich jetzt hier aufs Pferd. Wir sind hier nahe dieser Festung und diese Festung ist uns nicht wohlgesonnen. Nichtsdestotrotz warten wir jetzt mal. Wir haben 10 Uhr abends. Das heißt, ich lege mich jetzt mal mehr oder weniger 8 Stunden zur Ruhe. So, jetzt musste ich leider mal husten. Deswegen die 2. Geräusche von meinem Mikrofon verursacht. Ich wollte nicht, dass ihr vom Husten jetzt auch noch aufwacht. Was für eine Unterstellung. Nein, so. Jetzt ist noch ziemlich früh morgen. Dadurch, dass ich eben gerade eine Hustenattacke hatte, habe ich gar nicht genau geguckt, wie viel Uhr wir haben gerade. Sag mal, was ist denn heute schon wieder los hier? Das habe ich hier. 6.17 Uhr früh am Morgen. Okay, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu beherrschen und nicht so viel Blödsinn zu reden. Und mich andauernd zu versprechen. 6.17 Uhr. Ich muss noch gucken, ob wir jetzt in der richtige Richtung reiten. So, genau. Wir gehen da ein bisschen runter jetzt hier. Wir folgen dem Weg. Und es müsste jetzt eigentlich so langsam, aber sicher heller werden. Vielleicht ist es auch nur so trüb, weil es eben gerade trübes Wetter ist. Denn um 6 Uhr ist ja für gewöhnlich hier schon hell. So, aber nochmal auf die Karte gucken. Tiefensturzhöhle. Da müssen wir überhaupt hin. Müssen wir da überhaupt wirklich hin? Ich schaue lieber nochmal nach. Ich kenne mich ja. So, wir wollen nämlich hier hin. Verschiedenes. Finde Nostes Helm in Tiefensturzhöhle. Jawohl. Oh. Wir bekommen Besuch von einem Wolf. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal in Ruhe hier. Sag mal. Jetzt leck mich am Arsch. Jetzt hau ich dir die Rübe kaputt. Mann, Mann, Mann. Du hast es so gewollt. Ich wollte dich leben lassen. Und er hat sogar einen Amethyst dabei. Ich kack nochmal ab. So, wir packen das Schwert wieder zur Seite hier. Wir gehen nochmal aufs Pferd. Und reiten weiter. So, da oben ist meine Questmarkierung. Ich habe sie eben gerade aktiviert. Müsste uns also goldrichtig führen. Und hier waren wir, glaube ich, schon mal. Hier sind wir irgendwo wieder umgekehrt, weil ich dann festgestellt habe, ups, da ist ja das Inventar voll. Und es trifft sich vielleicht gar nicht gut, wenn wir dann in den Dungeon gehen. So, warte mal hier. Tiefensturzhöhle. Muss doch hier irgendwo sein. Ich glaube, ich steige mal ab. So, wo ist denn das Ding jetzt hier? Wo ist denn hier der Eingang? Vor lauter Wald sehe ich die Bäume nicht, oder wie war das? Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Wir sind genau hier. Genau bei der Tiefensturzhöhle. Wahrscheinlich ist sie tiefer. Unter uns. Wenn ich mich da jetzt fallen lasse, was geht da ab? Oh, wir rutschen runter. Da unten ist der Eingang. Da
unten ist der Eingang. Wie können wir denn da hinreiten mit dem Pferd? Da ist doch ein Weg. Weil ich will eigentlich mein Pferd ja ungern da so oben alleine stehen lassen. Das gefällt mir gar nicht. So geht man nicht mit seinen Freunden um. Deswegen hole ich jetzt mein Pferdchen. Wo ist denn jetzt hin? Da. So, Rückwärtsgang einlegen und zack. Wir müssen, glaube ich, hier einfach nur diesen Weg hier folgen und dann kommen wir direkt zum Eingang der Tiefensturzhöhle. Ein Häschen. So, und das ist doch eine schöne Stelle für unser Pferd. Und da ist der Eingang. Der Eingang in die Tiefensturzhöhle und unser Pferd. Hallo, nicht abrutschen. Lass mal genau hier stehen. Du kannst dir schön die Gegend betrachten. Was hältst du davon, während wir, beziehungsweise ich jetzt mal, diese Höhle untersuche? Also auf in den Kampf. Das Inventar ist leer. Wir können jede Menge mitnehmen. Und wir werden das natürlich auch ausnutzen. So, da wir jetzt in einem Dungeon ist, schalte ich wieder um. Da wir jetzt in einem Dungeon sind, schalte ich wieder um in die Ego-Perspektive. Ist dann vielleicht doch vorteilhafter. Und ich würde sagen, wir ziehen die Waffe. Ich weiß nicht, was uns hier drin begegnet, aber ich kann mir schon denken, dass hier lauter Leute sind, so wie der da vorne, die das gar nicht so toll finden, dass wir da jetzt einfach so in die Höhle reinmarschieren. So, was ist mit dir, mein Freund? Da geht's ganz schön tief runter. Und deswegen auch Tiefensturzhöhle. So, komm. Was ist mit dir? Der Eistroll. Alter Schwede, er ist bestimmt stark. Aber er ist egal. Weil er ist wirklich stark. So, aber wir hauen uns jetzt einen Heiltrank rein. Ach du Scheiße, kleine Heilung. Es wird mal Zeit für eine große Heilung, glaube ich. Schau tot! Ach du Scheiße! Und wieder Zeit für neue Heiltränke. Oh yeah! Drollfett, er hat noch nicht mal Gold dabei, die arme Sau. Was hast denn du dabei? Auch nochmal Drollfett. Ist bestimmt für was nützlich, beziehungsweise um sich was Nettes draus zu brauen. Aber so ein bisschen Gold wäre auch nicht schlecht gewesen. Die Trolle von heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, hier gibt es aber nichts mehr. Gibt es nur noch diesen einen Eingang. Und wahrscheinlich noch jede Menge mehr Trolle. Also diese Trolle sind schon relativ heftige Gegner, aber wir sind auch schon ziemlich stark geworden. Ich erinnere mich noch am Anfang, als wir da diese 7000 Stufen erklimmen mussten. Ihr könnt euch daran erinnern, es ist bestimmt schon 20, 25 Folgen her. Da war auch ein Eistroll und der hat uns niedergebrezelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und jetzt schaffen wir sogar zwei. Das ist unglaublich. Wir sind Killer geworden. Die Macht wird stark in uns. Und ich würde sagen, nein, ich gehe nochmal ins Schnelldings und tu mich mal ins Schnelldings und tu mich mal voll heilen. Auf das uns der nächste Troll Spannung bringt. So, da ist aber nichts hier, ne? Nee. Da geht's weiter, da ist eine Truhe. Sind wir schon am Ziel angekommen? Sollte es das schon gewesen sein? Das Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 3. Gnorbot verließ seine Lieblingstaverne in Kamlorn, den brechenden Ast, als er hörte, dass jemand seinen Namen rief. Sein Name war keiner, der leicht mit einem anderen verwechselt werden konnte. Er drehte sich um und sah Fürst Eryl, den königlichen Kampfmagier des Palastes, aus dem Dunkeln der Gasse auftauchen. »Mein Herr«, sagte Gnorbot, mit einem freundlichen Lächeln. »Ich bin überrascht, euch heute Abend hier zu sehen.« »Gnorbot«, sagte Fürst Eryl, mit einem äußerst unfreundlichen Lächeln, »ich habe euch und euren Herrn seit den Jahrtausendfeierlichkeiten nicht oft gesehen, aber ich hörte, dass ihr sehr beschäftigt wart. Was ich mich frage, ist, womit ihr so euer Geld verdient.«
Jetzt habe ich es weggeklickt. Ich wollte es auch gar nicht lesen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte nur eben gerade mal so einen Rededrang. So, nehmen wir das hier, das Zwergenschwert mit. Schaden 13, nee, das ist doch scheiße. Das Skelett kann man durchsuchen. Der hatte hier noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Gold. Siehst du, das Skelett hat Gold dabei. Und dieser Troll, dieser alte Taugenichts-Troll, der hat nichts dabei gehabt. Und hier ist die Truhe und da ist doch bestimmt das, was wir brauchen drin. Nostas Helm. Zauberbuch Frostbiss. Alter Schwede, es hat sich doch schon wieder gelohnt. Jetzt ist nur die Frage, wo war denn Nosta überhaupt? Bringe Nostas Helm zu Nosta, ja. Aber es müsste ja eigentlich hier auf dieser Karte bzw. auf dieser Markierung angezeigt sein. Ich würde sagen, diese Höhle gibt uns nichts mehr. Wir haben hier alles geplündert, was es zu plündern gab. Und wir verlassen die jetzt wieder. So, mal gucken, ob da wieder irgendwelche Drolle aufgetaucht sind. Hier, ich traue dem ganzen Braten nicht. Und am liebsten würde ich hier sogar runterspringen und gucken, was da unten noch gibt. Aber ich glaube, das Einzige, was es da unten gibt, ist wahrscheinlich mein Tod. Keine Ahnung. Ich gehe mal stark davon aus. Überhaupt, Skyrim ist ja ein sehr, sehr schönes Spiel eigentlich. Ein sehr umfangreiches Spiel. Ein grafisch beeindruckendes Spiel. Überhaupt, es hat viele, sehr viele positive Aspekte. Was ich aber so ein bisschen vermisse, sind, so wie bei anderen Spielen, Gothic und so weiter, wenn man da diese Wildnis durchsucht, da gibt es immer wieder Schätze irgendwo zu entdecken. Und das gibt es hier bei Skyrim so ziemlich überhaupt nicht eigentlich. Also da gibt es hier wirklich nur in diesen Dungeons Schätze. Und ansonsten kann man da ziemlich lang in der Landschaft rumreiten oder rumlaufen. Man wird nie irgendwas Gescheites finden. Das ist ein bisschen schade. So, wir wechseln wieder die Perspektive. Wir können das Schwert wieder einpacken. Und damit schauen wir doch einfach mal auf die Karte, wo es jetzt hingeht. Gleich nachdem wir aufs Pferd gestiegen sind. So, das Pferd hat leider keinen Rückwärtsgang. Aber da unten ist es auch geil, ne? Was es wohl da unten gibt, da ist ein Häuschen. Wir schauen mal auf die Karte. So, wo müssen wir hin? Bringe Nostas Helm zu Nosta. Der ist also hier in Einsamkeit. Wir könnten natürlich nochmal gucken, was da unten so Schönes war. Komm, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wenn man dann schon... Scheiße. Oh, oh, jetzt hab's Mist gebaut. Komm, ja, wir haben's geschafft. Mein Gott, warum hat dieses Pferd einfach keinen Rückwärtsgang? Ja, ich hätte vorher vielleicht ein bisschen Reitunterricht nehmen sollen. So, aber bevor wir jetzt per Schnellreise nach Einsamkeit reisen, wie gesagt, will ich mir das hier unten noch erstmal betrachten. Da war doch so ein Häuschen, da gibt's doch bestimmt wieder was zu entdecken. Also keine Schatztruhen, das haben wir ja eben gerade gelernt. Aber sicherlich was anderes, vielleicht ein kleiner Ort oder so. Da ist auch jemand, dem dürfen wir nicht so nahe kommen, sonst wird er stinkisch mit uns. So, hier. Das ist doch mal geil, das Wasser hier. Und ach, das ist der Knaller, Leute. Und vor allen Dingen trotz Grafikmods, trotz Aufnahmeprogramm, immer noch butterweich, absolut flüssig. Ich denke, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Oh, die sind aber stinkisch mit mir. Lass mein Pferd in... Verdammt nochmal, falsche Taste gedrückt. So, Schwert raus, jetzt richtige Taste drückt. Lass mein Pferd gehen, du Schwein. Oh, Pferd, lass doch den Bandit in Ruhe, lass mir das. Boah, da ist ja noch so einer. Was ist denn das hier? Alles, was ihr könnt. So. Du Schwein. Mann. Bandit-Gesetzloser. Ich wollte ihn eigentlich ausrauben. Jetzt packt er die Waffe wieder aus hier. Olaf und der Drache. Der Zaubertrank des Volltreffers. Fellrüstung und Eisendolch. Nee, das kann er behalten. Da kann er ohne Kopf hier schön... Da ist noch der Kopf. Ist ja ekelhaft. Aber ihr seid schuld, ihr habt mich angegriffen. Langbogen Orkscher Pfeil. Schloppt den immer mal mit. 17 Eisenpfeile kann man auch mitnehmen. So, und dann schauen wir mal, was ihr noch so Schönes dabei gehabt habt. Die Truhe. Aufschließen, Adept. So, Adept ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller. Muss ich jetzt mal probieren, ne? Na super. Sag mal, was ist denn hier los? Gibt es denn hier keine Stelle?
Ah, fuck. Weh, der hat sich jetzt die Stellen nicht gemerkt, ey. Bisschen weiter rüber vielleicht noch? Jawohl. Wir haben es geschafft. So, und dafür gibt es wieder 4 neue Dietriche. Das ist sehr schön, weil wir jetzt wieder mehrere verbraucht haben. Ein Seelenstein, 71 Gold, Silberbaren, Zaubertrank und nochmal ein Zaubertrank. Dankeschön. Hat sich das schon wieder gelohnt. So, was habt ihr denn hier drin? Ist irgendwie sehr dunkel hier. Bettzeug, da können wir schlafen. Also, wenn wir irgendwann mal ein bisschen Schlaf benötigen, hier können wir uns hinlegen. Und das zeigt noch nicht mal fremd an. Ist ja klar, weil die Eigentümer, die habe ich ja gerade enthauptet. So, aber den Schrott lassen wir doch hier liegen. Was gibt's denn hier auf diesem Schiff überhaupt? Da gehen wir doch auch nochmal hin jetzt. So, hier rein. Aha, jetzt wird er durchgeschwommen, aber hier gibt's nichts. Ich hoffe ja immer noch, dass hier irgendwo so einen Schatz gibt oder so, aber ich glaube, da sind wir irgendwie falsch gewickelt. Ich sehe nichts, Leute. Jetzt nochmal Luft holen. Und nochmal hier runter. Komm, geh runter. Geh runter. Tauch, es hat doch eben gut geklappt, Mensch. Da kommen wir gar nicht hin. Warum sind wir denn so langsam? Es hat doch gerade eben gut geklappt. Ich würde ja fast sagen, diese Rüstung, die behindert uns so ein bisschen. Ach so, ich habe auf Laufen geschaltet, kann das sein? Und das ist natürlich toll, dass er dann auch ganz langsam läuft. Schwimmt meine ich natürlich. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Da geht es nämlich ein bisschen vorwärts hier. So, da ist eine Truhe. Zack, eingesteckt. Jawohl, gibt es da noch mehr hier? Da hinten oder so? Nee, da geht es ja wieder da raus. Ach nee, schnell, schnell, schnell. Man hat irgendwie keine Luftanzeige. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir unendlich Luft haben. Doch, jetzt geht mein Leben runter. Puh. So, hier hinten war ja nichts mehr, ne? Fass. Und Kohl. Stellt ein Gesundheitspunkt wieder her. Ja, komm, steck mal ein in Kohl. Wir werden schon irgendwie verarbeiten können. So, was haben wir hier hinten? Ich würde dir mal interessieren, was hier passiert, wenn man hier ganz weit rausschwimmt. Ich schau nochmal auf die Karte, da ist ja nichts mehr, ja? Zumindest noch der ein oder andere Felsen begegnet uns aber da vorne. Hm. So, wir gehen aber wieder zu unserem Pferdchen, wenn ich es denn finde. Wo ist es denn da vorne? Und dann würde ich sagen, per Schnellreise zurück nach Einsamkeit. Oder wollen wir uns das nochmal ein bisschen betrachten hier da vorne? Da sind noch so 2 große Felsen. Da will ich nochmal hin. Da gehen wir jetzt nochmal schnell hin. Wir müssen ja auch mal ein bisschen erforschen. Wir können jetzt immer nicht hier nur diese Schnellreisefunktion. Das ist ja ein bisschen blöde. Das ist alles mal hier kontrollieren, was es da alles so gibt. Ah, wieder Wölfe gibt es da. Die rennen mir gleich wahrscheinlich wieder hinterher. Da ist so ein großer Felsen. Das sieht sehr interessant aus. Aber da gibt es bestimmt nichts. So, das Pferdchen kann ja auch schwimmen, ne? Wir schwimmen da jetzt einfach mal im Pferdchen vorbei. Das sieht nämlich voll geil aus, wenn ich ehrlich bin. Da muss doch irgendwo was Verstecktes sein. Es kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo irgendwo was Verstecktes gibt. So eine geile Grotte oder so. Aber da ist nichts. Leider nicht. Sonst habe ich auch so ein bisschen Angst, da noch weiter rauszuschwimmen. Hinterher geht es mir so wie in anderen Spielen. Und dann macht zack, wir sind tot, weil wir zu weit rausgeschwommen sind. Das ist ja nichts Ungewöhnliches in solchen Spielen. Aber schaut euch das mal an, diese kleinen Wellen, die das Pferdchen hier macht. Das gab es da schon vor 20 Jahren in Outcast. Aber trotzdem noch immer nicht in jedem Spiel üblich, dass man hier so Wellen hinter sich herzieht. Und das ist auch noch sehr schön gemacht. Das gefällt mir sehr gut. So, da vorne sind die Wölfe, die rennen da um die Wette oder was? Ach, die wollen da hier dieses Vieh killen.
Okay, wir sind wieder am Land. An Land. Wir lassen uns nicht auf diese Wolfskämpfe ein. Wir reiten jetzt noch mal ein bisschen weiter. Und ich weiß, ich kann natürlich die Schnellreisefunktion nutzen. Das sagte ich auch schon. Aber ich will mir doch einfach auch nur mal die Gegend hier betrachten, was es dann noch so alles gibt. Da ist wieder eine Insel. Beziehungsweise keine richtige Insel. Das ist, glaube ich, da am Land angeschlossen. Hier haben wir doch was. Das sieht doch interessant aus, oder? Da ist doch was. Natürlich ist hier was. So, dann steigen wir mal ab und gucken mal, was da so abgeht. Komm, wir machen nochmal eins. Wir speichern nochmal schnell, bevor das irgend so ein starker Ochse ist und der uns niederbrezelt. Sieht so aus wie so ein Säbelzahntiger oder so. Ist er auch. Jawohl. Und schön. Da brauchst du gar nicht mit dem Kopf zu schütteln, mein liebes Pferdchen. Der hat mich angegriffen, nicht ich ihn. Ja, das wollen wir doch mal klarstellen. Hier, was? Entschuldigung. Die Rabennarbenhöhle entdeckt. Schau nochmal auf die Karte, wo die ist. Hier unten. Die Grotte des zerbrochenen Ruders. Ja. Also die Grotte des zerbrochenen Ruders, die kommt dann wieder, wenn wir hier weiter reiten. Wollen wir in die Höhle rein? Komm, wir gehen da einfach mal rein. Bestimmt müssen wir hier später nochmal für die Quest hin. Wir kennen das ja schon. Da war ja, bisher war ja... Boah, was ist denn hier los? Da sehe ich ja gar nichts. Bisher mussten wir ja eigentlich in so ziemlich jede Höhle durch wegen der Quest rein. Das wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Hallo? Aber auf jeden Fall ist wieder geiler Sound hier und es ist irgendwie ziemlich feucht hier drin. Da oben geht es bestimmt noch weiter. Da sind Spinnen. Eine Spinne. Hält aber auch viel aus, ja? So, den haben wir auf jeden Fall erledigt, aber ganz schön was eingesteckt. Der hat ganz schön was eingesteckt oder ausgehalten, je nachdem, wie man will. Hm. Geht's hier eigentlich noch weiter? Da ist ein Schalter. Oha. Da geht's weiter und da kommen wir auch weiter. Da will ich aber noch gar nicht hin mit euch. Ich glaube, wir sind noch zu früh hier. Hier sollen wir erst später hin. So, komm, renn mal jetzt hier. Wir gehen wieder raus. Oh, das sieht auch schön aus. Dieser Ausgang sah eben sehr, sehr schön aus. Pferdchen, wo bist du? Da hinten? So, jetzt gehen wir rauf. Wir schauen nochmal auf die Karte und diesmal werden wir nicht außenrum. Wir nehmen jetzt die Abkürzung nach Einsamkeit und geben dort Nostas Helm ab. Gleich, wenn er irgendwann geladen hat. Jetzt, es ist immer noch hell, das ist sehr schön und wir stehen hier am Anfang von Einsamkeit. Unser Pferd müsste irgendwo draußen stehen. So soll es sein. Und jetzt an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Wir sind heute ein bisschen rumgekommen. Das war sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in Kürze weiter. Dann geben wir Nostas Helm ab. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes tun. Also macht's gut. Bis dann.